Moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid zu der nächsten Folge LS17 Nordfriesische Marschmap noch 2.4. Ich kann ja schon mal ein bisschen erzählen, sonst heute nochmal, was wird es denn in 2.5 auf jeden Fall geben. Also ein paar kleine Fehlerberichtigungen, wie wir schon mal erwähnt hatten, ne, im Schweinestall und sonstiges, so Kleinkrams, hatte ich mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Oder habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben? Müssen wir schon mal reingucken. Doch, was habe ich gemacht? Bodenfehler von Schweinestall behoben, Dirtbereich Schweinestall nochmal geändert, Düngerplane, Saatgutproduktion geändert, Mistanzeige bei Düngerproduktion ein bisschen geändert wegen der letzten Zahl, Preise Dünger und Saat nochmal wieder ein bisschen überarbeitet und Anzeige bei der Raffinerie, die aber auch gar nicht mehr eine Raffinerie ist, sondern eine Speiseöl- und Dieselfabrik. Also es gibt jetzt sozusagen nicht mehr entweder oder, sondern wenn man da ist, braucht man also neben Raps in Zukunft auch wohl Leerpaletten und Papierpaletten und produziert dann Speiseöl. Speiseöl, ja, ist natürlich eine Möglichkeit zu verkaufen an den örtlichen Supermärkten und natürlich dann auch zur Weiterproduktion eigentlich gedacht. Denn ja, das ist natürlich auch der Hintergrund, warum möchte ich Kartoffeln haben. Ich plane und bin auch schon ganz gut vorangekommen mit dem Einbau der Kartoffelwaschanlagen. Alles aus LS15 sozusagen bekannt. Funktioniert auch in LS17 soweit ganz gut. Kartoffelwaschanlagen, daraus gibt es dann Paletten mit gewaschenen Kartoffeln. Und die sollen wiederum in einer benachbarten Fabrik weiterverarbeitet werden zu leckeren Chips und Pommes. Dafür brauchen wir das Öl, die Kartoffeln und wieder Paletten, so dass sozusagen neue Produktionszweige auf der Karte entstehen. Endlich, da muss ich natürlich noch gucken, ich muss noch Zentrallager erweitern. Denn die Palettenkapazität im Zentrallager stößt ja an ihre Grenzen. Da müssen auf jeden Fall noch irgendwelche Hallen entstehen. Und das werde ich wohl nach rechts oben hin Richtung Hafen noch weitere Hallen anbauen. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ist nicht mehr einfach so schnell gemacht mit Einbauen, sondern man muss alles Mögliche bedenken. Und ich muss eben auch das Zentrallager erweitern. Das ist das Problem auch mit den Spawnpunkten im Zentrallager. Es wird echt zu eng. Das dauert alles also noch ein bisschen länger. Und dann auch natürlich die Lagermöglichkeiten müssen hier entstehen für Kartoffeln, für Zuckerrüben, für Schweinefutter. Wenn ich das alles eingebaut habe, dann bin ich erstmal zufrieden. Fange auch an zu testen hier zusammen mit euch. Und wenn die Tests einigermaßen laufen, dann gibt es die Karte für alle. So, Kraftfutter ist immer noch nicht ganz voll. Mist. Mist im wahrsten Sinne des Wortes. So, was haben wir? Strohwasser, da ist noch nichts, Körnermeister. Wir haben ja auch keine Schweine. Nur Wasser bringt es irgendwie auch nicht. Ach, ich wollte sagen, wieso steckt er im Verkehr fest, weil wir hier im Weg stehen. Sehr schön. Ja, unser kleiner Wassertransporter, ne? Der fährt jetzt hier die ganze Zeit schön brav hin und her und verteilt Wasser an die Kühe. Hört erst wieder auf, wenn wir es ihm sagen. Aber das werden wir erstmal nicht so schnell tun. Dann haben wir nämlich doch noch Verwendung für diesen kleinen komischen Traktor gefunden. Ist dies nicht praktisch? So, er hat auch noch ganz gut was im Tank hier. Also nochmal die letzte Ecke hier, muss ja nichts verschwenden. Kann aber sein, dass es nicht ganz reicht. Deswegen, bevor wir jetzt mit dem Feld hier vorne anfangen, fahren wir erstmal zum Hof, machen einmal voll, switchen auf Schonbereifung, weil ich weiß gar nicht, warum der mit normaler Bereifung unterwegs ist. Da haben wir hier das Gerstefeld noch zu düngen. Hinten haben wir noch das Rapsfeld zu düngen. Und wenn wir das erledigt haben, schieben wir mal schnell eine kleine Ernte ein. Ne? Saatgutproduktion wollen wir dann starten. Raps brauchen wir für die Schweinefutterproduktion. Weil was sollen wir dann nachher alles schon haben, wenn die... Da ist nichts drin. Okay, das Lager hat mir komplett geräumt zum Verkaufen. Ja, ich weiß, ich wollte noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Es scheitert gerade so ein bisschen, aber das hier muss ja auch sein. Guck, da heizt er. Der Kleine. Also der hätte auf jeden Fall noch die Schafe mitkriegen können. Schafe brauchen ja auch nicht viel, ne? Und produzieren teilweise ganz lukrative Wolle. Hier hätte es ja keinen Weg mehr, wo ich denn hin. Also sollen wir vielleicht mal auch noch eine Schafsherde anschaffen? Was sagt ihr? Sagt ihr auch, ja, kauft nochmal ordentlich Schweine. Keine Ahnung, sag mal 50 Stück. Kauft auch 50 Schafe.
und erweitert dann sozusagen alles. Ja, wenn ihr Bock habt, lasst ihr einen Kommentar dazu da. So, dann... fangen wir hier einfach mal an, ne? Oh, ich habe es nicht auf Schirmreifung umgesetzt. Wollte ich doch eigentlich. Schön ein bisschen das Haus düngen. Ja, zieht durch. Ich weiß nicht, ob er dann nach rechts fährt oder nach links. Gucken wir uns dann gleich an. So. Immer noch kein Kartoffelfeld irgendwo. Was ist denn das? Wieso pflanzt ihr nirgendwo Kartoffeln ein? Zuckerrüben ist natürlich ein geniales Feld hier oben, auch zur Zuckerproduktion. Aber ich hätte lieber Kartoffeln. Denn ja, wie gerade eben erwähnt, brauchen wir in Zukunft Kartoffeln. Aber so, kein einziges Feld mit Kartoffeln bepflanzt. Naja, vielleicht kommt ja, wenn eins hier geerntet ist oder so, eins hinterher. Mal gucken. Super Mais hier in der Mitte. Das ist Hopfen wieder auf der 13. Ne, Sojabohnen auf der 13, okay. Ich würde auch immer gerne nur Felder kaufen, die irgendwie schön mit irgendwas bewachsen sind, was wir brauchen können. Ich will erstmal kurz mal gucken. Ich habe beim letzten Mal ja gesehen, dass Mehl aktuell ganz lukrativ ist, aber wir haben gar nicht mehr so viel. Guck mal, hier sind nur 3 Paletten Mehl und ich glaube auch im Zentrallager, Palettenzentrallager, haben wir bisher kein Mehl eingelagert. Sondern immer direkt rüber zur Bäckerei gebracht. Brot 12.900, Zucker ist nichts, Mehl ist nichts. Kirsche ist viel, Pflaume ist viel, Birne ist noch gut was und Apfel ist noch was. Ist denn irgendwas in guten Preisen? Ja, Mehl steigt immer weiter. Aber die 3 Paletten, ne? Pflaume bei Edeka wäre noch ganz nice. Fast Höchstpreis. Und Sahne wäre bei Edeka auch nicht so schlecht. Ja, sollen wir das nochmal machen, ne? Wir müssen ja ein bisschen, ich wollte ja ein bisschen Geld verdienen. Switchen mal die Fahrzeuge durch. Guck mal, er eiert immer noch rum. Könnten ihm jetzt auch mal eine Pause gönnen und dann wieder ihn irgendwann losschicken. Och. Hier steht ja auch einer. Der ist ja auch ein ganz netter hier. Brot ist aber aktuell nicht so hoch im Kurs, ne? Nee, Brot bei Lidl ist nicht gut im Kurs. Würden wir erstmal einlagern. Kommen sicherlich bessere Zeiten. Warte mal, erstmal hier Taste X vielleicht. Ach, haben wir hinten. Ne, ist auch in Ordnung. Ein Paletten holen wir mit Hand rüber. Kann der eigentlich auch solche Wasserträger der Fabrik befüllen? Dieser kleine Routenheini da. Dann wäre ja schön, wenn wir den noch ja, über die ganze Karte zu allen Wassermöglichkeiten schicken. Sollen wir das nochmal testen eigentlich? Das ist ja schnell gemacht. Diese Route, die wir da fahren, immer die haben wir ja jetzt. Die in der ist auch nicht mehr rumzurödeln. Dann würde ich sagen, verschieben wir vielleicht die Einnahmen hier nochmal ein bisschen. Das dauert ja eh ein bisschen, bevor der beladen ist. Das ist aber auch richtig Geld hier, ne? Wenn 5.000 pro 1.000 Brot ungefähr, auch wenn das ein schlechter Preis ist, oder 4 irgendwas 1.000, sind ja auch 5.000 pro Palette drauf. Also pro Palette mindestens 20.000. Das heißt, hier vorne steht schon mal an die 180.000, ne? 8 mal 20 und hinten stehen auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 8, 14 Paletten sind hier drauf. Das ist ja auch ganz nett. Gibt Schlimmeres, ne? So, Brot und alles ist hier hinten. Wenn ich mich richtig entsinne. Mit der Sahne. Sahne ist auch noch ein bisschen was da. Stopp mal, ich muss erstmal abladen. So, habe ich jetzt... falscher Trailer. Ja, okay. Richtiger Trailer. Ist nicht entladen hinten, ne? Z. Ne, warte mal. Hinten muss erstmal. Genau, so. Muss erstmal stoppen zu Bild laden. Dann kann ich auch entladen. Einfach durchfallen und die Paletten sind eingelagert. Ja, ich denke, ne, hier oben ist schon extra vorbereitet eigentlich. Hab die Fruchtsorte. Hier aber noch nicht so weit zurückgesetzt, sehe ich gerade. Warum eigentlich nicht? Ach nee, ach klar.
spiele noch auf 2.4 Fruchtstufenstand. Das ist echt blöd. Muss ich bald wieder zurücksetzen. Dann sollten wir uns echt überlegen, ob wir überhaupt eine Ernte jetzt fahren oder ob ich das dann gleich in den nächsten Tagen versuche umzusetzen. Wir uns jetzt erst noch mal ein bisschen konzentrieren, das zu verkaufen, was wir verkaufen können. Und dann muss ich die Fruchtsorte nochmal zurücksetzen. Dann haben wir vielleicht wieder das Glück, dass wir zu Beginn... So, warte, ein Stück noch. Was wollte ich jetzt sagen? Haben wir vielleicht das Glück, dass wir wieder zu Beginn Kartoffelfelder haben. Ja, Mehl und Bierkasten, ne? Ist immer noch so viel Geld. Aber Pflaumen bei Edeka ist auch für Obst echt gut. Und Sahne, ja, ist zur Hälfte, ne? Aber können wir auch raushauen. Also Pflaume machen wir einmal an. Und die Sahne schmeißen wir auch mal an. Wir müssen ja nicht alles hier einfach zwangsmäßig die ganze Zeit aufs, im Lager haben. Wir können auch mal ein bisschen was verkaufen. Guck mal, Pflaume sind noch 8 Paletten. Und Sahne auch. Gibt es denn noch irgendwas, was wir zum gewissen Preis bei Edeka verkaufen können? Als nächstes wäre Birne dran. Naja, ist auch noch in Ordnung. Schmeißen wir auch nochmal Birne raus. Davon haben wir noch deutlich mehr. So, wird recht schnell beladen das Ganze. Ich habe die Meldung gekriegt, dass die noch nicht so schnell sind hier. Kann ich aktuell aber nicht testen, weil wir haben keine Leerpaletten, kein Papier und kein Karton auf Lager. Das ist aber nicht so. Jo. Was macht unser komischer Kleiner hier? Abfahrer entlassen. So, hast du gut gemacht. Bisher. Ich weiß nicht, kann man das mit kaufbaren Wassertrigger auch machen, dieses Spiel? Oder muss man die Standardwassertrigger nutzen? Ich weiß es nicht. Aber mir würde es halt gut gefallen, wenn wir einen hätten, der all unsere Produktionen abfährt. Springt er zur Molkerei. Haben wir da den Wassertrailer eigentlich gehabt? Dann weiter meinetwegen zur Brauerei. Zur Bäckerei. Ja, also eigentlich würde ein Kurs für alles reichen, ne? Aber wir werden jetzt nochmal 9 auf. Wir haben den ja gespeichert. Nur erstmal ein bisschen zu testen und damit klarzukommen. Und auch so ein kleines ja, Let's Learn Kursplay. Also lernt man es ja auch am besten, ne? Wenn man sich einfach immer nur abguckt, einmal einstellt, dann weiß man es nachher sowieso nicht mehr. Und so, dieses Learning by Doing finde ich ein bisschen besser als Jojo und nichts gegen deine super Kurse. Aber als wenn ich die jetzt alle nehmen würde und die einfach immer nur einschalte. Weißt ja selber, dann kommt auf einmal eine Mauer irgendwo oder ein Teich oder was auch immer. Und schon funktioniert das alles nicht mehr so, wie es soll. So, Molkerei. Hier haben wir gar keinen Wasserturm. Doch, hatten wir doch hinten einen, ne? Mal gucken, ob wir das Spiel zum Abstürzen kriegen. Wird ja passen. Von der Zeit meine ich jetzt. Dann gibt's, ist das frühe Ende heute dran. So, da hinten haben wir einen hingesetzt, ne? Einen hübschen. Ja, ich weiß, ich habe immer noch keine Hydranten gekauft, Leute. Tut mir leid. Ja, hier bräuchten wir so einen Pausepunkt. Wissen wir das? Aber warte mal, hier machen wir jetzt mal. Ach, der steht auch. Kursaufzeichnung beginnen. Fährt einfach hier durch. Ist ja Flüssigkeitsbetankung. Das wäre dann aber der Megakurs, wenn das funktioniert, ne? Wir können auch an mehreren Flüssigkeitsbetankungsdingern, glaube ich, vorbeifahren, oder? Weil wir haben ja mehrere Stationen schon. So, hier machen wir einen Pausepunkt hin. Fahren wir weiter und sagen, hier lieber Kollege, hast du ein Stoppding. Bleibst in der Flüssigkeitsbeladung. Und weil ich, wie gesagt, schlechte Erfahrung hatte, Spiel speichern. Und dann... Fahrer einstellen. Mal gucken. Wenn das klappt, machen wir morgen am Sonntag eine wahrscheinlich reine erste Kursplay-Kurs-Aufzeichnungsarie für Wasserversorgung unserer sämtlichen Fabriken. Dann fährt der hier die ganze Zeit hin und her. Zur Not gucken wir nachher, wenn der zur Hälfte irgendwo ist. Ist ähnlich wie Transportfieber oder so. Dann
kommt noch ein zweiter in die Route rein sozusagen. Wir haben ja noch ältere Traktoren, weil die werden es schwer haben, glaube ich, ne? Also die Tiere zu versorgen, alle in Produktion zu versorgen. Ja, tankt nicht. Müsste ich hier einen Abladepunkt setzen oder was müsste ich hier machen? Warte mal kurz. Den Trigger hat er erreicht. Doch, den Trigger hat er erreicht. Weiterfahren, sofort abfahren, warten auf letzten Wegpunkt. Muss ich hier einen Abladepunkt setzen oder warum funktioniert es bei der Fabrik nicht? Sonst war es ja auch ein Pausepunkt. Unbegrenzt ist eigentlich richtig gewesen. Naja, wir können es nochmal versuchen, ne? Ist ja, so ist es nicht. Kurz auf Zeit und Beginn. Vielleicht geht es auch nicht und dann brauchen wir es gar nicht machen morgen. So. Hier fährt er einfach durch den Trigger und wird aufgefüllt. Dann merkt er, okay, ich fahre wieder los. Dann setzen wir da vorne jetzt einen Abladepunkt rein. Kann sein, dass das nicht funktioniert. Hier ist gefährlich. Ich glaube, da parken sonst Autos, ne? Ja, hier kann er Wasser auffüllen, also machen wir hier unseren, ja, da standen wir gerade eben aber auch, Abladepunkt. Und hier machen wir unseren Stopppunkt. Vielleicht sind wir ein Stück zu nah dran. Und auch hier das Spiel speichern, bevor es jetzt abstürzt, immer ein bisschen ärgerlich ist. Wie sieht es aus mit dem Düngerstreuer? Ist der in die richtige Richtung gefahren? Oh ja, der ist gleich fertig. Und hat noch knapp... Ah, die Maus ist da, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das heißt, irgendwas ist nicht so, ist nur suboptimal. Abfahrer einstellen. Geht gar nicht. Jetzt geht's. Abfahrer einstellen. Sofort abfahren. Naja. So, dann Überladewagen, Drescher abtanken. Naja, ist ja da kein Drescher an Reichweite. Abfahren lassen. Überführung, Route abfahren. Abfahrer einstellen. Aber jetzt merkt er wahrscheinlich nicht den Wasserträgerpunkt, ne? Zum Auffüllen. Fährt jetzt vielleicht in der... Mal gucken. Naja, er fährt einfach durch. Und dann kann er auch den Abladepunkt natürlich jetzt nicht finden. Ja, liebe Leute. Wer kennt sich denn davon euch gut aus? Würde mich freuen, da mal einen Kommentar zu geben. Am Sonntag werde ich auch leider nicht drauf eingehen können, aber im Laufe der Woche könnte ich es nochmal testen. Und auch da, ne? Learning by doing. Irgendeine Möglichkeit muss es da noch geben, dass das Ganze funktioniert. Hat Wartepunkt erreicht. Ja, was macht er denn jetzt? Ja, ihm geht's nicht gut, glaube ich. Also das geht so nicht. Also dieser Flüssigkeitstransport, da muss es eigentlich sein. Aber... Abladepunkt ist es nicht. Pausepunkt hat nicht so richtig funktioniert. Von daher weiß ich noch nicht, warum das mit den Fabrik-Skript-Triggern nicht funktioniert. Vielleicht weiß es jemand von euch mehr. Ansonsten, ja, sind wir für die heutige Folge schon wieder am Ende. Den fahren wir wieder zurück zum Hof. Machen wir dann ähnlich wie beim anderen Feld. Das ist ja noch ein Strohbein hinten auf dem Feld, ne? Auf die Entfernung sieht man es ja immer ganz gut. Da liegt noch ein Strohbein. Machen wir so, dass wir den erst wieder voll machen, den Düngerstreuer. Dann brauchen wir jetzt auch die Reifen nicht mehr umrüsten. Und dann geht es noch zum Rapsfeld. Weil wir wollen auf jeden Fall die Rapsernte einfahren für die Schweinefutterproduktion. Und eigentlich auch das andere da zum Verkaufen oder zum. Oder für die Fabriken. Ich wollte ihn voll machen, ne? Gut, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ein kleinen Like unterstützt ihr mich und wenn ihr dabei bleibt, freut mich.